Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, ihr seht schon in meinen Armen, ein neues Familienmitglied ist vor, ja, etwas kurzer Zeit schon angekommen. Och, jetzt hat es auch angefangen zu regnen. Nicht so geil, gerade war noch schönes Wetter bzw. Sonne. Das ist er. Ein neuer Hund ist in unserem Quartier bzw. offizielles Mitglied von, ja, Team Moralfund. Ihr wisst ja, vor nicht allzu langer Zeit gab schon mal einen Hund auf diesem Kanal, und zwar ist dieser leider vor circa einem Jahr verstorben. Das habe ich nicht auf meinem YouTube-Kanal groß aufmerksam gemacht, das Thema, weil es ist ein sehr trauriges Thema natürlich. Jetzt gibt es ein umso schöneres Thema, und zwar ein neuer Hund. Ich muss sogar dazu sagen, ich wollte eigentlich die komplette Abholung filmen, bin aber nicht dazu gekommen, einfach weil, ja, das ein ganz besonderer Moment war und keine Ahnung, den musste ich irgendwie ohne Kamera festlegen, beziehungsweise wollte ich den für mich persönlich mit meiner Familie erleben und im Nachhinein einfach das Video mit diesem Hund drehen. Wir hatten sogar nach dem Hund, der verstorben ist, den kennt ihr ja noch von den alten YouTube-Videos, hatten wir sogar noch einen Hund. Der blieb aber circa 2 Tage, weil das war ein, naja, ein Jägerhund, also es war ein ziemlich aufgedrehter Hund, der war irgendwie 5 bis 6 Monate alt und somit noch so ein Baby oder so. Aber genau, das hat sich dann erledigt, weil das war etwas zu brutal, der Hund, und wir wollten halt einen ruhigen Hund, und den haben wir jetzt hier. Und zwar darf ich vorstellen, hieß dieser Hund eigentlich Victoria, da meine Arbeitskollegen allerdings Victoria hieß und ich den Namen absolut nicht enjoyed habe, weil ich den sowieso den ganzen Tag schon rufen muss, und weil meine Eltern den Namen auch ziemlich schrecklich fanden, haben wir den Hund Lilly getauft. Ich persönlich bin auch nicht so der Fan von diesem Namen, aber auf jeden Fall immer noch besser als Victoria. Sorry an alle Victorias da draußen, aber für einen Hundenamen ist das nicht so, bis hier ist das nicht so toll. Genau, es ist ein kroatischer Straßenhund, beziehungsweise war für kürzere Zeit ein Straßenhund. Da er ausgesetzt wurde, wurde dann nach Deutschland verfrachtet und ist noch nicht so lange in Deutschland tatsächlich. Und ja, jetzt ist er bei uns, und zwar offiziell, und zwar schon seit 2 Wochen. Und ja, es ist ein russischer Hund, also es ist eine russische Rasse. Größer kann dieser Hund nicht mehr werden, er ist 3 Jahre alt und ein Weibchen. Also alles gechillt, er ist stubenrein, er ist, er hört schon auf einige Kommandos, auf Sitz zum Beispiel, ja, hin und wieder mal. Sehr verspielter Hund und sehr cooler Hund eigentlich. Und Leute, ich werde euch den jetzt ein bisschen genauer zeigen. Es ist ja offiziell das Moralfund-Team-Mitglied jetzt hier. Und den Hund werdet ihr womöglich etwas länger noch sehen. Und so sieht der ganze Hund hier aus. Jetzt seht ihr ihn nochmal. Sehr, sehr süßer Hund. Wir können uns gleich nochmal anschauen, wie er ein bisschen reagiert. Wir können ihm ja mal Futter geben zum Beispiel. Genau. Gehen wir mal mit dem Mantel. Ja, Leute, jetzt habt ihr den Hund schon etwas besser gesehen, beziehungsweise habt ihr ihn schon sehr gut gesehen. Ja, ich denke, er hat sich, jetzt habt ihr halt gesehen, wie ich ihn gefüttert habe, so ein bisschen, und wie er sich immer auf den Rücken legt, wenn man ihn streicheln möchte. Das tut er eigentlich jedes Mal und ist absolut cool eigentlich. Also ich sehe das jeden Tag so, also es ist jetzt nicht so, dass ich extra für das Video irgendwie besondere Sachen gemacht habe, dass er sich so hinlegt. Also man, das macht er immer automatisch. Lilly ist sein Name, hinten mit Y. Wahnsinnig cooler Hund, folgt eigentlich ziemlich gut.
geht auch gut spazieren und alles Mögliche. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt euch jetzt ein bisschen Bild machen können von unserem Familienmitglied. Ziemlich cool. Und ja, also ich denke, ich konnte euch schon gut zeigen, das, was er alles kann. Ihr werdet halt den Hund auch in anderen Videos mit hoher Wahrscheinlichkeit noch sehen. Ja, Leute, wenn euch das Video soweit gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Auch Creator Code MoraiFun eintragen würde mich sehr, sehr freuen. Auch ein Kommentar wäre mal wieder ganz cool. Ihr schreibt sowieso ziemlich fleißig, aber ich habe gemerkt, einige von euch sind der Kommentarfunktion in den letzten Tagen zurückgeblieben. Ja, Leute, lasst mir doch einen schönen Kommentar da. Ich freue mich immer und es ist immer sehr motivierend, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wenn ihr mir Lob für meine Arbeit gibt oder wenn ihr generell auch was zu kritisieren habt. Ich bin sehr kritikoffen, wenn das keine Sache ist wie du bist scheiße oder so. Damit kann ich nichts anfangen. Ich möchte nur diese gute Kritik haben und so richtig dumme Kommentare habe ich auch keinen Bock dann und die werden dann auch von der Kommentarfunktion rausgeschmissen oder gelöscht eben. Da habe ich dann keinen Bock. Aber wenn ihr das alles sachlich, politisch korrekt und respektvoll mir auch Kritik in die Kommentare schreiben wollt, dann könnt ihr das auch tun. Ich bin kritikoffen. Ihr könnt mir so viel schreiben, wie ihr wollt, was Kritik angeht. Ich werde mir alles zu Herzen nehmen und versuchen, einiges auch umzusetzen, was ihr in den Kommentaren schreibt. Trotzdem würde ich mich auch weiterhin über positive Kommentare freuen. Und ja, Leute, dann war's das mit dem Video. Jetzt habt ihr hier nochmal den Hund gesehen. Wie gesagt, ziemlich nicer und cooler Hund. Ja, Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.